Ja, huhu, hier wieder beim Quali. Ganz kurz ohne den Lesrak Dark. Ich weiß ja, dass diese Sequenz hier am Ende, also den Bossfight haben wir ja hinter uns, nicht mehr so lange dauert. Ich gehe jetzt mit euch hier nochmal durch. Der Lesrak versucht währenddessen noch den Bossfight zu Ende zu machen. Ich habe das gerade off-air mit ihm ja schon mal ein bisschen besprochen. Der hat echt Probleme bei dem Bossfight. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir das überhaupt irgendwie hinkriegen. Momentan sieht das sehr finster aus. Aber jetzt mache ich erstmal mit euch hier diese Sequenz zu Ende, weil ich hier mit Eukalypta sonst feststecke und nichts anderes machen kann. Untersuchen wir mal kurz hier diese hingekritzelten Notizen. Ne? Føltes verken som papir eller tekstil under fingrene. Det var glatt og sterkt og tålte både vann og ild. Roald, sa Belmont. Han virket unormalt spent, og jeg vred og kastet på meg hele natten. Inntil Belmont rystet meg våken rett over 6 om morgenen. Efter at da vi nådde bunnen flere timer senere, var vi fullstendig utslitte, og vi slo leir øyeblikkelig, uten å utforske veien. Sherpaene var urolige og snakket høyt seg imellom. Belmont oversatte og fortalte meg at sherpaene umiddelbart hadde gjenkjent porten som noe fra deres egne fjell. Et ord gikk igjen og igjen. Shambhala. Okay, ich glaube, ist das Norwegisch? Ich glaube schon. Ein paar Worte konnte man, ein paar Satzbau konnte man so. Oh, wer ist das denn? Okay. Irgendwelche merkwürdigen Leute hier? Irgendwie ist hier so ein Team halt irgendwie. Klingt auch so wie so ein Mix aus Friesisch platt. Ich weiß es nicht genau. Das klingt auf jeden Fall ein bisschen. Kann das sein, dass das Norwegisch ist? Wenn ihr da wisst, was es für eine Sprache ist, dann schreibt es mal unten rein. Okay. Wer auch immer du bist, der gerade zu mir redet. Merkwürdig. Irgendwas ist hier. Okay. Irgendwas ist hier, was mit uns redet und auch dieses komische, diese Frau ist auch sehr eigenartig.
Okay. Hier sind so ein paar Sachen, die uns ja bekannt vorkommen aus hier der Maler. Okay. Interessant. Hier hinten geht es noch weiter. Ah ne, das ist das, was hatten wir eben schon. Hier ist ein Auto. Wer auch immer das war. Ach, das war der Typ, ja, genau. London, der. Okay. Reichtum und Macht wird auch schon mal was, auf wo man hinstreben kann, ne? So, okay. Hier gibt's noch was. Marduk, der große Anführer, blickte in wohlwollenden Taten von... Ach, die Kyros-Rohr. Ah ja, da. Die habe ich im Studium mal beschreiben müssen. Biblisch wird es hier, biblisch. Mhm. Ist klar. Und jetzt gibt es hier einen Sternenhimmel. Sollen wir da auch durchgehen? Gaia-Motoren. Okay. Alte Geheimnisse. Und noch was? Ich traue mich ja kaum dadurch. Ah, ich gehe durch. Wir gehen durch und. Ah! Licht! Und das. Den Anblick kennen wir noch aus dem Anfang. Vom Anfang. Das waren ja auch so merkwürdige Typen, die mit uns damals gesprochen haben. Der Typ ist einfach hier weitergelaufen. Okay, das Geschenk annehmen oder ablehnen. Was ist denn das für ein Geschenk? Das ist halt die Frage, ne? Aber ich finde Geschenke ganz nett. Ich nehme das mal an. Wer auch immer wir sind. Sie geben uns alles, was ich will. Ich will, dass der Lesrak den Endgegner kaputt machen kann. Und gucken, ob er das macht. Aber es geht noch weiter hier. Okay, dann kommen wir durch das Portal wieder durch. Autsch, das ist nicht gut. Okay. Da sind wir wieder in der normalen Welt. KP bekommen und FP. Und wir kriegen eine neue Waffe. Die ist besser als unsere jetzige. Nehmen wir noch direkt mal mit. So. Ja, und dann sind wir wieder in der Realität und bei Bong Cha müssen wir uns melden. Das ist natürlich unser Chef in Seoul, glaube ich. Ja, gehen wir doch mal nach Agatha.
Moment, nee, das ging hier mit. Und werden mal schnell nach Seoul abreisen. Ich fühle mich irgendwie richtig einsam, wenn der Lesrak nicht mit mir spricht. Ihr könnt das ja nicht sehen, aber der ist noch in Skype bei mir verbunden, aber der kämpft halt gerade. Beziehungsweise sucht verzweifelt nach einem Ausweg, Beaumont zu töten. Und das klingt jetzt ein bisschen lächerlich, aber das liegt wohl tatsächlich an der Skillung, dass hier so ein Absaugheiler gegen den Beaumont ziemlich gute Chancen hat und ein Tank relativ viel Probleme hat. Und da wir uns ja ziemlich einseitig geskillt haben, ja, sieht das ziemlich übel aus bei ihm. Also, entweder kriegt er das irgendwie hin, oder er muss irgendwie warten mit seinem Charakter, also die Quest erst später machen, wenn er andere Skills hat. Wobei ich gar nicht weiß, ob er dann weiterreisen kann, auch irgendwie in die nächsten Gebiete. Aber ich glaube schon. Aber zumindest können wir dann die Story-Quest eine ganze Weile nicht weitermachen, weil er die halt nicht machen kann. Wäre ein bisschen schade. Oder er kommt halt mit seinem Maler-El-Charakter halt wieder zu uns, was ich allerdings auch ein bisschen doof finde, weil wir haben uns ja an den Lesrak auch schon gewöhnt, ne? Müssen wir nachher mal gucken. Aber erst schauen wir hier in Seoul mal beim Chef vorbei. Hier regnet es natürlich. Ich glaube, es regnet immer in Seoul. Nein, das stimmt auch nicht. Sprint. So, hier müssen wir vorbeischauen. Nein, hier unten müssen wir vorbeischauen, okay. Hier rein. Waren wir da schon mal drin? Ich glaube schon. Aha. Unsere Theoretiker sind zufrieden mit ihrer Störung auf Solomon Island. Sie war im Einklang mit dem Modell. Und andernfalls ein Druck auf den Knauf. Keine Sorge wegen des Schwerts. Wir machen Ihnen keinen Vorwurf. Es war nicht vorhergesehen. Es war nicht Teil der Gleichung. Wir wissen nicht, wie es reinpasst. Noch nicht. Aber bald. Wer immer das Schwert hat, wir werden rücksichtslos... Vorsicht! Wo war ich? Vielleicht ist das Schwert nicht so wichtig, wie wir dachten. Vielleicht war es einfach ein störendes Element, eine Ablenkung, ein loser Faden. So wie der Flügelschlag eines Schmetterlings, der zu einem Hurrikan wird. Gewinnen vergangene Ereignisse mit der Zeit an Schwung und donnern in die Gegenwart wie ein Laster in eine belegte Kreuzung. Ich habe das dumme Gefühl, dass wir etwas Wichtiges übersehen haben. Wahrscheinlich müssen Sie noch darüber stolpern. Okay. Die Polizeistation untersuchen. Gehen wir doch mal zur Polizeistation. Fupp. Wo ist die denn nochmal? Mal kurz auf die Karte gucken, nicht, dass ich jetzt hier total in der Gegend rum mich irre. Wo ist die? Da hinten ist die Polizeistation, ne? Ja, da sind wir natürlich in einer ganz falschen Umgebung. Oh, da oben ist Wissen, das hole ich mir jetzt erstmal. Wissen. Zack. So. Die Polizeistation. Ja, hier geht's runter zu den... Okay. Oh Leute, das könnt ihr doch nicht mit mir machen, mich hier irgendwie hinschicken, ohne dass ich weiß, wo das ist. Ich bin doch der verwirrte Koala. Tum, 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 tum. Dum, tum, 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 tum. Das hier ist doch die Polizeistation, oder nicht? Ja.
밖에서 뭐하고 있었어? 그 집은 못 봤어? 내가 말하라고 했지만 말해! 내가 너희 집 안방이잖아! 표지판에 사유지라고 쓰여 있었잖아. 함부로 들어오면 처벌한다고 쓰여 있었다고. 눈이 비었냐? 까막눈이야? 뭐야? 너 누구야? 여기서 뭐... 아, 드래곤. 언제 오나 했지? 얘 수용소에서 찾아낸 녀석이야. 벌써 폐쇄된 지 10년이 넘었는데 요새 저런 녀석들이 아예 집처럼 드러나고 있어. 모닝라이트. 이번 주에만 세 번째야. 놈들은 세력을 넓혀가고 있어. 아직 큰 말썽은 일으키지 않았지만 끈질기지. 뭔가를 찾아내라고 요구하고 있어. 계실 들었다는 걸 알아. 여기는 광신도와 미치광이로 넘쳐나고 있어. 뭔가 초자연적인 얘기가 점점 퍼져나가고 있다고. 녀석들을 신문에서 드래곤 쪽에서도 알아야 할 정보가 나오면 내가 알려주도록 하지. 뭐 내가 알 정도면 드래곤도 진작에 아는 정보겠지만 그래도 여기까지 온 걸 보면 궁금한 게 있어서겠지. 응? 거기 또 누가 있었어? 어? 누구랑 같이 있었냐고? 이 새끼가 피 터지게 한번 맞아 봐야 입을 열겠구만 이거! Aus dem Labyrinth der Drachen zur Anstalt reisen. Okay. Ich habe jetzt eben mal den Anruf vom Lesrak mal beendet, weil es Störgeräusche gab. Ich weiß auch nicht, er hatte sich eigentlich gemutet. Aber trotzdem. Okay, hier geht's durch. Wieder diese komischen Helme. Den Generator finden. Gucken, ob wir das mit oder ohne. Naja, ich komm. Nehmen wir mal die Lichtquelle. Und auch das neue Gewehr nehmen wir mal. Okay. Das ist ganz nett gemacht. Geht's nach unten? Generatoren sind ja manchmal auch im Keller, nicht wahr? Medikamente. Kann ich noch nicht benutzen. Hier ist auch noch irgendwas drin. Noch mehr Medikamente. Okay. Wo ist dieser beknackte Generator? Hier ist so ein Zeichen. Wasser. Ich fürchte, hier sind wir total falsch, Leute. Ah, hier ist ein Generator. Okay, komm. Die Generatorensicherung scheint zu fehlen. Ja, ganz toll. Medikament. Bringt alles nichts. Sicherung für den Generator. Kriegen wir genau woher? Gehen wir mal wieder nach oben. Da gab es ja noch eine andere Richtung, in die wir gehen konnten. Oder haben wir schon irgendwas aufgesammelt, was Sicherungen sind? Nee. Hier. Hier Sicherung. Defekter Sicherungskasten. Ja, perfekt. Zap. Okay.
Jetzt wieder nach unten zum Generator. Huch. Okay. Strange. Okay. Angst vor dem. Was auch immer du bist. Lass mich in Ruhe, sonst mach ich dich platt. Lala. So. Jetzt haben wir Sicherung. Alles klar. Jetzt können wir auch hier drüben. Okay. Der Geist zeigt uns, wo wir hin müssen. Was auch immer das jetzt gebracht hat mit dem Generator. Was war das denn da eben? Das war nur eine Glühbirne, okay. Ja, hier rein. Okay. Strange. Mehr Medikamente. Hierdurch. Bewertungsunterlagen. Okay, Patient, wiederholte Fluchtversuche, Fixierung auf Hieroglyphen, Psychose, durchgestörte Wahrnehmung der Realität, außerhalb akzeptabler Aufenthaltsort des Patienten bei verschiedenen Gelegenheiten ungeklärt. Ich will wissen, wohin er nachts verschwindet. Ja, das würde ich auch gern wissen. Operationssaal untersuchen. Wer auch immer, wo auch immer der Operationssaal ist. Hier ist der Operationssaal, okay. Da ist irgendwas. Alles klar. Oh, ein Gegner. Oder? Doch kein Gegner. Okay, jetzt habe ich das alles weggeklickt. Naja, ihr könnt es ja gucken. Alles sehr, sehr eigenartig. Medikamente. Noch mehr Bewertungsunterlagen. Okay. Hier brennt es jetzt. Okay. What the fuck? Habt ihr das gehört? Irgendwas war da? Verwaltung durchsuchen. Sehr creepy alles. Okay, hier geht's nicht weiter. Das hier ist doch nicht die Verwaltung, oder? Oh. Kampfmusik. Okay. Psychokinetische Aktivität. Okay. Was ist denn ein Antagonistentest? Könnt ihr mal unten runterschreiben, wenn ihr wisst, was denn Antagonistentest ist. Das würde mich echt mal interessieren. So, die Zelle des Patienten finden. Ich denke, dieses ist die Zelle des Patienten. Okay. So, jetzt sind wir in der Zelle. Aber anscheinend in der falschen Zelle, wa? Okay. Oder auch nicht. Hier gibt es noch mehr. Okay, es ist alles sehr, sehr strange. Okay. Wir werden langsam. Okay. Okay, hier gibt es noch eine Tür. Mit so einem Auge dran. Vielleicht ist das. Okay.
Strange. Okay, gibt es noch mehr Zellen? Sie können das Objekt nicht benutzen. Gibt es noch mehr Zellen? Hier kommt man in den Ladebildschirm, taucht dann in der Zelle wieder auf. Okay, aber hier ist ja nichts drin, oder? Ah, hier kommt der. Ah, jetzt können wir ihn besiegen, oder? Oh, er hat ganz schön viele Lebenspunkte. Manifestation des Wahnsinns. Okay. Stirb, du Ding. Okay. Das Ganze mal so rum. Schießen. Und weiter geht's. Ist doch kein Thema, den machen wir platt. Critical Hit. Ist das jetzt aber wirklich so, dass wir den jetzt töten müssen, weil... Okay. Ne, jetzt ist er hin und wir können aber immer noch nichts machen. Wir können das Objekt nicht benutzen. Okay. Wie gesagt, da waren wir ja schon mal dran. Klar, gut. Dann gehen wir nochmal raus. Vielleicht können wir woanders noch eine Zelle finden. Ah, hier sind auch noch Zellen, okay. Ein gequälter Geist. Klar. Okay. Die war es also auch nicht. Die Kontrolle über den geistigen Zustand schwindet. Ja, sehe ich auch so. Hier ist nämlich sonst nichts. Hier war nichts. Da waren wir jetzt schon, waren wir da drin? Wir waren da noch nicht drin, ne? Aber da ist auch nichts drin. Ist klar. Okay. Hier ist auch nichts. Das hier sind wieder die Zellen, wo wir schon mal drin waren. Okay.
Hier konnten wir nicht rein. Okay, vielleicht auf einer anderen Ebene. Gehen wir wieder nach oben. Vielleicht gibt es hier, guck mal, hier gibt es noch ganz viele Zellen. Schauen wir mal. Wir sind gefangen. Okay. Oh, jetzt greift uns an, die gequälte Seele. Ja, irgendwie hat das was mit den Zeichen zu tun, glaube ich. Aber ich habe das noch nicht so ganz durchschaut. Lass uns in Ruhe. So, was haben wir hier? Ich denke mal auch, dass das auch nicht das Richtige ist hier, oder? Doch. Den Wahnsinnigen vernichten. Ist klar. Gleich ist er hin, der Wahnsinnige. So, der Erinnerung zu dem Artefakt folgen. Okay, es geht runter. Dann geht es hinter den Tresen zu der Tür. Okay, check ich. Check ich. Da müssen wir jetzt also erst hier runter. Hüpf, nicht ganz so weit nach unten, erst hier hin. Und jetzt hier durch die Tür. Aber jetzt haben wir wieder eine Anzeige, ne? Okay. Aber vielleicht hier rein. Hä? Warum kommen wir da nicht durch? Okay, es hätte so einfach sein können, ne? Ah doch, man kann es anklicken, alles klar. Relikt von Aton. Nach Sol zurückkehren und mit dem Professor sprechen. Müssen wir nach oben, ne? Ja, die Folge dauert schon wieder so lange, aber es ist auch spannend irgendwie. So, kommt man hier raus? Nach Sol reisen, jawohl, ich möchte bitte nach Sol reisen. Alles klar. Sehr strange alles. Jetzt müssen wir mit dem Professor reden. Wo auch immer sich der aufhält. Nach hier oben? Nee. Okay, der ist da angegeben. Einmal hier rum. Ups, falsche Taste. Mit dem Professor reden. Hier geht's lang. Fragen Sie sich manchmal, warum wir tun, was wir tun? Warum manche Liebeslieder schreiben und andere ihr ganzes Leben der Vergangenheit nachhängen? Ganz egal, woran Sie glauben, das Leben scheint tatsächlich auf Zufällen zu basieren.
Ihre Eltern trafen sich, verliebten sich, paarten sich und gegen jede Chance kamen sie. Sie wuchsen in einem Umfeld auf, das ihre Entwicklung auf manchen Gebieten zuließ, andere wurden uninteressant. Jeden Tag teilte sich ihr Weg und sie bestimmten, dachten sie zumindest, die Richtung. Jede ihrer Entscheidungen brachte sie näher zu diesem Ort. Dann, plötzlich, eines Tages, enden sie hier bei mir und hören diesen Song. Ein Zufallsereignis am Ende einer langen Reihe von Zufallsereignissen. Aber natürlich war gar nichts davon zufällig. Es hieß, sie hätten etwas für mich. Darf ich bitten? Keine Sorge, ich bin kein Dieb. Ich bin Kurator, kein Grabräuber. Es wurde in Ägypten ausgegraben, vor einigen Jahrzehnten. Jemand war entweder dumm, gierig oder beides. Sie stahlen es und haben dafür bezahlt. Teuer. Es hätte vergraben bleiben sollen. Aber wie immer taucht es wieder auf, genau zur passenden Zeit. Wie eine Nachricht aus der Vergangenheit, belebt durch Vorfälle der Gegenwart. Ein neues System bildet sich. Und das kann nur eines bedeuten. Sie müssen zu den Drachen zurück. Sie haben ihren Weg bereits bestimmt. Okay, also müssen wir zurück zu den Drachen. Auch das machen wir. Wenn wir uns nicht verlaufen, natürlich. So. Wir müssen den Funken erzeugen, der die Welt in Brand steckt. Viele halten die Drachen für harmlose Verwalter von Glückskeksen. Dabei sind wir nicht nur Chaos-Theoretiker, wir sind Chaos-Terroristen. In Ägypten entwickelt sich etwas. Der Rat von Venedig läutet seit Monaten die Alarmglocken. Das erinnert mich an König Yu und seine Alarmfeuer. Wie Yus Adlige haben wir alle gelernt, Warnungen zu überhören, bis eines Tages die Barbaren angreifen. Diesmal will der Rat erstmals das Rudel anführen, statt ein Komitee zu gründen, das es neutralisiert. Oder zumindest jemand aus dem Rat. Eine Frau nach unserem Geschmack. Wir sollten sie rekrutieren, sobald es vorbei ist. Eine Brandstifterin. Die Lunte brennt. Jetzt werden Sie Teil der Gleichung. Nähern Sie sich ihr. Finden Sie raus, was sie weiß. Gießen Sie Benzin ins Feuer. Wir fächeln. Unabhängig vom Ergebnis würde das beim Rat gut ankommen. Als Ausgleich für die vielen Male, wo wir ihn untergraben mussten. Okay. Durch Agatha zur verbrannten Wüste nach Ägypten gehen. Das ist dann die nächste, das nächste Gebiet. Und da sehen wir uns dann hoffentlich mit dem Lesrak Dark wieder. Und ich sag mal, bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.